Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zum iFixit Handwerker Simulator. Wir haben die nächste Mission gestartet und sollen jetzt hier für die Kids ein paar Spielzeugpferde aufstellen. Das sieht aus wie der Teich, den wir schon kennen. Aber wir sind jetzt woanders. Ich versuche jetzt erstmal den Ort ausfindig zu machen. Ah, da, alles klar, das ist easy. Dann los. Einmal den Hasen. Easy peasy. Da könnt ihr so ein schönes Guckloch, da kannst du wunderbar durchgucken, wo du lang musst, ne? Perfekt ist das. So, der wäre dann gleich da vorne. Und dann einfach genau drüber stellen und fallen lassen. Irgendwie so. Ne? Wir müssen doch noch drehen. So. Wunderbar. Also ganz ehrlich, auch das, wenn man sich das anguckt, ja? Das muss man nochmal gespielt haben als Entwickler und so. Da muss man noch merken, dass das vielleicht irgendwie beschissen ist, die Dinger einfach an Ort und Stelle fallen zu lassen. Warum kann man die nicht mit... Du guckst den... Weißt du, ich zeige euch mal, wie ich das machen würde. Das ist so mein Style, ne? Erstmal, wenn ich was in die Hand nehmen würde, wäre das fest damit verbunden. Es würde nicht abfallen. Es würde durch alle Objekte einfach durchgehen. Es wäre immer an meine Pfote dran und würde nicht abfallen, weil es einfach nur nervt. Das macht ja keinen Spaß oder Realismus oder so. Es nervt einfach nur. So, und jetzt wäre das so, ich gucke das hier an und jetzt würde da stehen, drücke E zum, ne, hinstellen oder so. Zack, und dann würde das so rein snappen und dann wäre das gut. Stattdessen muss ich mich jetzt ausrichten, rübergehen und es fallen lassen und läuft. Was ist das für ein System? Ja, das ist das sogenannte Fallsystem, ne? Lass die Sachen einfach fallen. Du musst doch mal loslassen, das ist der Trick. So, gut, die Mission ist abgeschlossen, hundertprozentig. Jetzt bringen wir mal unseren Kercher nach Hause. Da, wo der Rasenmäher ist, kommt er jetzt auch noch hin. So, wie fahren wir denn da jetzt am besten? Wo bin ich denn überhaupt? Ach, da. Wir fahren jetzt ein bisschen weiter geradeaus, aber nicht weit. Dann direkt rechts rein. Links. Ja, Links-Rechts-Schwäche, ne? Läuft bei mir. Und dann im Grunde nur noch geradeaus. Und dann können wir es auch schon fast sehen. Unser Zuhause, ne? Hier kommt gleich dieser Kreisverkehr, glaube ich, in den ich mal falsch reinballer. Wow! Alles gut. Alles gut. Mir geht's gut. Dem anderen auch. War ich schon wieder falsch? Selbstverständlich fahre ich falsch. Aber egal, wir gehen damit. Kein Thema. Über die zwei Brücken und dann wieder links und dann läuft das auch. Unglaublich. Ich weiß nicht, was das hier mit der Straßenführung ist, dass ich zu dumm bin, die drauf zu kriegen, aber irgendwie finde ich die komisch. So, jetzt noch ein bisschen geradeaus, dann können wir hier rein und dann direkt wieder rechts und dann sind wir auch schon auf Kurs. So, und hier, er fällt gleich schon raus. Passend zum... Da, guck mal. Hat er sich selbst abgeworfen. Genau dahin, wo er hin muss. Okay, alles gut. Kann hier neben den Rasenmäher. Komm her. Oh, ich krieg dich da nicht mal rein, Junge. Es ist eine Katastrophe. So, hier. Ob's neben den Rasenmäher. Den hab ich echt gut eingeparkt hier. So. Oh, cool. Jetzt häng ich hier fest. So. Okay, weiter geht's. Nächster Auftrag, bitte. Laminat entfernen, langweilig. Fliesen legen, Blumenkübel. Durchlauferhitzer, das hatten wir glaube ich noch gar nicht, ne? Machen wir mal einen Durchlauferhitzer. Was haben wir noch? Ein Kleiderhaken anbringen, das haben wir noch gar nicht. Machen wir das mal. Brauchen wir einmal Kleiderhaken B. So, okay. Kleiderhaken B. Was ist dann hier? Wo finde ich wohl Kleiderhaken? Wandregal. Hier. Kleiderhaken B. Kurz checken. Kleiderhaken B. Alles richtig gemacht. Sehr gut. Inventar. Jo. Kleiderhaken B ist ready. Dann würde ich sagen, rin. Ach, guck mal, da können wir sogar laufen. Das ist gleich da vorne wieder.
Die kennen uns schon. Hallo, stabiles Outfit, ey. Die kennen uns ja schon da. Oh, wieder durch den dunklen, gruseligen Gang. Hier waren wir ja schon öfter. Da haben wir uns einen Namen gemacht. Ne? Wenn du halt gut arbeitest, dann wirst du halt auch öfter gebucht. Ne? Das ist nun mal so. Und wir machen halt gute, hervorragende Arbeit. Ne? Das ist so. So, wo? Oh, schön. Ach da, direkt hier am Eingang. Ja, klar. So, ja, einmal hier Kleiderhaken B, bitte. Und ran. Womit starte ich denn? Damit? Achso, wir bohren erstmal. Da kommt der Dübel rein. Mit dem Hammer. Okay, alles klar. Nächstes Loch reinbohren. Guck mal, nicht mal der Staub wird aufgefangen. Das ist natürlich nicht sehr professionell, muss ich zugeben. So, jetzt kommt da das Regal dran. Festschrauben? Nein. Damit? Nein, damit? Okay, interessant. Und so. Fertig, ne? Das war ja easy, ne? Hör reingehauen, ne? Genießen Sie Ihr neues Regal. Kann ich irgendwas noch mitnehmen? Was klauen? Va bien! Guck mal, die Aussicht ist ja... Man könnte den Rasen mal wieder mähen, ne? The Impressionists at home. Die Küche ist an sich aber sonst ganz okay. Muggelig? Oh, 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 oh. Da muss auch einer wieder das Bett machen, ne? Meine Güte. Oh, hier glänzt die Wand. Dusche, Badewanne. Was ist denn das für ein Ding? Ich glaube, das soll da nicht so rumschweben, oder? Der schwebende Kubus der Freude. Na gut. Gehen wir mal raus. Wir wollen ja nicht weiter stalken. Das ist ja auch irgendwie unhöflich. Wir wollen ja weiter gebucht werden, ne? Immerhin sind die Grünen, sind die mit uns. Guck dir mal diesen riesigen Berg da an, du. Richtiges Bergdorf hier. So. Okay. Nächster Auftrag, Leute. Ja, diese Pflanze. Weiß ich auch nicht. Also schön ist was anderes, ne? Naja, komm. Oh, streichen. Richtig gerne mal wieder. Wandfarbe beige brauchen wir. Zwei Eimer. Ich kaufe jetzt mal nur einen, okay? Auftrag annehmen. Ah, komm, wir kaufen nochmal zwei und checken gegen. Wandfarbe beige. Erde. Beton beige. Ich kaufe zwei. Wir brauchen wahrscheinlich nur eine. Aber ich kaufe jetzt mal trotzdem nochmal zwei. Das letzte Mal, dass wir das jetzt nochmal checken und auf Nummer sicher spielen. Und danach kaufen wir nur noch die Hälfte. So, Wallpaint, Bash, Oink. Und. Das ist auch ganz gut, wenn man die so aufs Auto drauf schmeißt, dann werden die nochmal durchgequirlt vorher, ne? Ist wichtig, dass so eine Wandfarbe muss gut verquirlt sein. Okay, wir fahren mal geradeaus, dann durch den Kreisverkehr, da drehen wir einfach einmal eine Runde und wieder zurück. Yo, Bruder. Ich schaff das noch, überhol den. Ja! Ah, guckst du doof, ne? Ihr seht das auch auf der Ladefläche, da rollt die Wandfarbe immer so hin und her. Und so wird die halt auch nochmal durchgequirlt, ne? Das macht man so. Ich habe einen Malermeister hier in meiner Nachbarschaft, der hat mir das auch genauso erzählt. Genauso geht das. So, warte, jetzt müssen wir... Ja, wir fahren da mal lang. Hier lang. Bis zur nächsten Kreuzung und dann checken wir wieder. Yo, die 30 Euro war es mir wert. So, und dann... Hier lang. Da wird die Feierabendglocke schon eingeläutet, ne? Rück. So, und dann da vorne gleich rein. Die stabile Arme, ey. So, und da sind wir doch auch schon. Na, wenn das mal nicht ein BMW ist, ne, weiß ich auch nicht, Digga. Die hässlichen Kühlergrill-Dinger erkennst du sofort. Unsere Autos müssen böse aussehen. Und dann fragst du dich, warum muss ein Auto böse aussehen?
Was zur Hölle habe ich denn am Konzept Fahrzeug nicht verstanden? Aber ist okay. Jeder wie er das mag. Hier muss gestrichen werden. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Guck mal, die machen sogar die Türen inzwischen zu. Das ist ja clever. Da weiß man direkt, du musst hier hin, Fox. Hier musst du hin. Gut. Dann los. Öffnen. Wir nehmen unser... Die nehmen wir, glaube ich, das ist der Beste, ne? Und dann einmal füllen. Das Ding jetzt voll? Keine Ahnung. Lü-lü-lü-lü. Lü-lü-lü-lü. Oh, wird gestrichen. Sehr gut. Kannst du mal die Tür zumachen? Danke. Ah, ich spiele jetzt zwar nur ein Computerspiel, aber ich habe den Geruch von frischer Wandfarbe in der Nase. Tatsächlich bin ich bei uns immer derjenige, der streicht. Das kann ich irgendwie, das läuft. Alleine schon, weil ich auch groß bin. Schatz ist halt sehr klein. Ja, das hat halt keinen Sinn, dann mache ich das freiwillig. Und ich mache das auch gerne. Das Einzige, was ich hasse, ist abkleben. Das finde ich fürchterlich. Und halt Möbel irgendwie zur Seite räumen, wenn die im Weg sind. Das nervt halt auch wie nichts Gutes, ne? Hier los. Da bin ich etwas verwirrt. Das sieht komisch aus. Na egal, wir machen mal hier weiter. Werden da irgendwelche Highlights gesetzt oder warum sind da so eine Kanten drin? Soll das so aussehen? Das sieht doch sehr seltsam aus. Das Gefühl, das soll so nicht. Egal, wir machen mal hier weiter. Aber hier macht er das auch wieder. Vielleicht wollten die irgendein Muster reinhaben und ich habe das gerade voll kaputt gemacht. Jo, das ist doch richtig beruhigend, ist das doch, oder nicht? Wunderbar. Wenn das nicht gut aussieht, oh. Wunderbar. Also einmal kannst du behalten, da den Rest, ne? Gehört ja dir. Hast ja bezahlt, ne? So, tschüss. Wunderbar. Auftrag abgeschlossen, Leute. Und ihr seht, wir haben wieder nur einen Farbeimer gebraucht. Das heißt, wir kaufen ab jetzt nur noch die Hälfte an Material und sparen uns somit bares Geld. Ups. Ey, was ist mit dir denn los? Der schiebt mich einfach an, der Junge. Und tschüss, weg ist der Eimer. Ist nicht dein Ernst. Ja, geilo. Cool. Danke, herzlichen Glückwunsch. Das hast du ja super gut gemacht. Oh, ich sag da nichts zu, ne? Ich sag da nichts zu. Ich sag da einfach nichts zu, ja? Wo sind wir denn gerade? Warte, ich muss einen Screenshot machen, das ist zu bescheuert. Oh, warte, die Map machen wir auch noch weg. Das ist dumm. Ah, das ist halt, wenn der Verkehr nicht läuft, ne? Wenn der Verkehr nicht läuft, wie er soll. Wenn einfach alle machen, was wir wollen. Es gab doch irgendwie einen Zurücksetzen-Button, oder nicht? Das kostet aber ein bisschen Geld. Ich find's gemein, jetzt müssen wir Geld bezahlen, obwohl wir ja nichts dafür können, ne? Tastenbelegung. Fahrzeug. Fahrzeugrezepter. Ja, und da sind die 100 Euro weg, ne? Danke! Richtig gut. Und wir konnten da gar nichts für, ne? Muss man sich wieder klar machen. Wir haben hier wirklich brav, sind wir unserer Arbeit nachgegangen. Haben sauber und vernünftig geparkt. Und was ist die Strafe? Zack, 100 Euro, weil wir resetten mussten, weil irgendeiner der KI-Leute meinte, nö, ich bremse nicht für blaue Autos. Das mache ich generell nicht, ne? Nicht für blaue. So, warte, diesmal bin ich schlauer. Wir müssen hier lang. Oh, an den Pferdis nämlich vorbei. Das kann ich doch merken. Da, wo die Pferdchen sind. Dahin, da noch ein bisschen weiter und dann gleich linker Hand. So einfach kann es sein. Der hat sich auch gerade nicht entschieden. Nicht entscheiden können, ob er jetzt abbiegen wollte oder nicht. Und hier rum. Wunderbar. So, da lungert schon wieder jemand vor meinem Laden rum. Aber ey, die Ware wurde noch nicht geklaut, ne? Ja, schön weitergehen. Ja, ja. So. Nächster Auftrag. Was haben wir denn so?
Waschbecken, Fliesen, Steckdose, Duscharmatur. Das ist auch komplett neu. Das hatten wir auch noch nicht, ne? Machen wir mal eine Duscharmatur. Dafür brauchen wir die Duscharmatur B. Fühl ich. Installation Duscharmatur bitte. B. Habe ich die im Inventar? Jawohl. Das wird eine leichte Mission. Hinfahren, anschrauben, glücklich sein. So. Ach, das ist ja direkt hinter uns. Da kann ich so hinlaufen, Leute. Die 3 Meter schaffe ich noch gerade zu Fuß. Das ist ja Nachbarschaft, ist das ja, ne? Das können wir auch quasi gratis machen, ne? Wenn man mal ehrlich ist. Oder? Das können wir doch eben. Das machst du als Freundschaftsdienst, ne? Hier schnell die Duscharmatur angeschraubt. Da, los geht's. Jetzt schrauben wir das einmal fest. So. Auch hier einmal festschrauben, wunderbar. Dann wird gebohrt. Reingehämmert. Und jetzt? Ach, noch ein Loch, alles klar. 2 Löcher natürlich, logisch. So. 1 festgeschraubt. Nochmal festgeschraubt. Lauch rangesteckt. Festgedreht. Und fertig ist die Laube. Alter, was eine schöne Armatur. Ha? Will ich zwar nicht entkalken, den Scheiß, aber schön ist trotzdem. Gut, dann gehen wir wieder, ne? Bis denn. So, ne? Da freuen die sich doch immer. Das für den Strom, damit die ein bisschen Geld sparen. Stell dir mal vor, du willst wirklich bei jedem Kunden immer zack, zack, zack alle Sicherungen rausknallen. So, ja, komm, warum denn nicht? Arschlöcher, ey. So, okay. Nächster Job. Was haben wir noch? Eine Sitzbank. Auch mal wieder eine Sitzbank im Park. Das fühle ich irgendwie ein bisschen. Guck mal, wie viel das gibt. Sitzbank B. Auftrag annehmen. Nicht Elektro, Gartenbedarf. Sitzbank B. Ist die hier? Ja, geil. Wir müssen nicht mehr zu dem blöden Baumarkt fahren. Voll gut. Einfach hier rauf. Zack. Und los geht's. Einmal wenden. Dann fahren wir jetzt geradeaus bis zur Kreuzung, da dann rechts. So, oh, vorsichtig. Und dann erstmal ein Stück geradeaus. Wir haben das im Griff, Leute. Wir haben... Oh, wieder 30 Euro. Na egal, das ist hier die Geschwindigkeitspauschale. Die muss man eben ausgeben, ne? Wer viel und fleißig arbeitet, der muss manchmal auch extra Gebühr bezahlen für Geschwindigkeit. Und dann gleich rechts. Okay, ist das wieder beim Müllplatz? Da, wo die Kinder spielen? Ja, da, wo die Kinder spielen, da haben wir noch eine Bank hin. Wenn dann der Geruch der Müllhalde so rüberzieht, oh, herrlich, da kannst du einfach entspannen. Das ist so, das ist der beste Ort zum Entspannen. Oh, bremsen! 3 Kilometer zu weit gelaufen hier. Nimm mal deine blöde Bank in der Hand und lass sie auch drinne. So, wo ist denn die Bank? Wo soll die Bank hin? Ich und Bänke, ne? Das ist immer so ein Ding. Uppala. Ich habe extra das noch nicht weggedrückt, weil solange da noch steht, drücke F, wird die Bank noch gehighlightet. Irgendwo muss sie ja sein. Bänkchen! Wenn ihr sie seht, ruft mal. Ja, Hahn ist gut. Ich bin noch auf der Suche nach der Bank. Ja, meine Lieben, der Hahn kräht, ne? Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle hier erstmal einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gern unter dem Video posten.
Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.